Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem neuen Video. Ein sehr spontanes Video, deswegen verzeiht mir, falls der Ton jetzt nicht hundertprozentig korrekt ist oder irgendwas anderes gerade nicht so ist wie sonst. Aber ich habe mitbekommen, dass Oscar, der dieser Oscar, Leute, ja, um es nochmal sicherzustellen, dass ihr auch wisst, um welchen Oscar es sich handelt, um genau diesen Oscar, der hat einen Song rausgehauen, einfach so, soweit ich weiß, war nichts Längeres angekündigt. Denkt man so, ja, okay, machen viele YouTuber in letzter Zeit, aber er hat es auf ein neues Level gehoben, Leute. Also wirklich jetzt auf ein neues Level gehoben. Wenn wir uns das Ganze mal ansehen, nur ein YouTuber von Peter Po, ich glaube, das ist sein alter Ego irgendwie. Er hat diesen Song in 12 Stunden produziert oder halt geschrieben, aufgenommen und das Musikvideo gedreht, soweit ich weiß. Stand zumindest auf dem Thumbnail drauf. Und 12 Stunden, Leute, holy shit, das ist schon krass. Mal also ein bisschen als Vergleich, Vanessa Mai und Oleg Sash haben allein das Musikvideo für ihren gemeinsamen Track, da haben sie länger als 12 Stunden dran gesessen, allein um das zu drehen und ohne Schnitt und ohne geschrieben, ohne aufgenommen und so. Als kleinen Vergleich, Leute, dass ihr schon mal wisst, also selbst wenn es jetzt nicht der Überschritt wird, müssen wir es auf jeden Fall appreciaten, dass sowas in 12 Stunden ja, gemacht werden kann. Ich bin gespannt, Leute, ich bin gespannt. Ich habe mir bis jetzt dann nur die 300 oder... keine Ahnung, wie viele Wörter es am Ende waren, Challenge von ihm angesehen, die ich recht gut fand. Da hat man gesehen, dass er eine musikalische Ader hat und so ein bisschen das Gefühl für Texte auch hat, also ein bisschen Erfahrung schon hat. Mehr habe ich aber noch nicht von ihm gegeben. Deswegen bin ich gespannt, wie es wird. Besonders, wenn man den Aspekt mit den 12 Stunden im Hinterkopf behält. Man darf nicht zu viel erwarten, aber ich glaube schon, dass Oscar was Gutes abgeliefert haben wird. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Und ich weiß noch gar nicht, worum der Track gehen wird. Nur ein YouTuber. Ich weiß noch gar nicht, worum es gehen wird, Leute. Wir werden mal zusammen reinsehen und ich würde sagen, wir schauen direkt rein. Los geht's! Song, Musikvideo wurden inzwischen getextet, produziert und gedreht. Das ist einfach krass. Song ist eine Parodie. Okay. Also nicht ernst gemeint. Ich bin mies aggressiv, bin Dealer im Kiez. Vom Flieger in Wien bis zum lilanen Weed. Verticke das Mehl direkt aus dem Backshop. Meine Arme so breit, ich brauch ein Tanktop. Mein Plan geht auf, dein Kram den kauft. Okay. Kein Schwanz, du Hanswurst, denn du bist ein Lauch. Nicht schlecht bis jetzt. Schöne Stimmlage. Ich hätte nicht gedacht, dass er so aggressiv klingen kann, so druckvoll klingen kann. Man merkt ein bisschen, dass er die Stimme noch ein bisschen tiefer stellt als... seine natürliche Stimme eigentlich wäre. Aber es hört sich nicht schlecht an, finde ich. Es hört sich nicht zu gekünstelt an. Und es kommt bis jetzt gut rüber. Ich finde den Video recht schön. Geht auf, dein Kram den kauft. Kein Schwanz, du Hanswurst, denn du bist ein Lauch. Ich stehe über allem, hab die höchste Position. Bin Vegetarier und trotzdem Chef der Dönerkommission. Nix wird sich hier ändern ohne meine Erlaubnis. Top Secret Akte, der Scheiß ist vertraulich. Oh, nice. 31er, fang gar nicht an. Dieses Lalala im Hintergrund. Das hört sich ein bisschen an wie Kapital, finde ich, oder? Du labern denn auf deine Meinung scheiß ja. Also nehmt euch in Acht, ja. Ach, ihr wisst genau, was passiert. Holy shit. Heute ist 20.8. Und der Oscar schon rasiert. Oh, geil. Alle machen mir auf Musiker. Aber ich bin nur ein YouTuber. Holy shit. Ja, sie wären gerne Movistar. Aber ich bleib lieber YouTuber. Lol. BTF? Überhook des Jahres! WTF, Mann, hä? Leute, wartet mal. Am Anfang stand, das ist eine Parodie. Ist das eine Parodie von einem existierenden Track, den ich vielleicht gerade nicht kenne? Weil die Hook ist übergut, Leute. Da ist noch eine andere Stimme mit drauf. Oder die von Oscar wurde sehr, sehr doll bearbeitet. Aber egal, was von beiden der Fall ist, ich persönlich finde, die Hook ist übertrieben gut. Ohrwurm-Feeling des Todes. Und sie klingt auch einfach echt fresh. Ja, sie wären gerne Movistar, aber ich bleib lieber YouTuber. Geil! Übel gut, Mann! Schieß mit der Uzi, Kugeln wie Schumi, knüppel dich runter mit Knüppeln aus Gummi, Gummi wie Billy Boy. Leute, die Schumi-Line, die war auch, die war hart, Alter. Krass, also... Ich bin echt überrascht gerade. Holy shit. Also gerade erstmal von der Überhook muss ich erstmal mich beruhigen, Leute. Das war wirklich Next Level Shit. Also wirklich. Ich weiß nicht, ob es eine Parodie ist. Aber selbst wenn, das klang so gut, Alter. Holy shit. Geil. Und auch der nächste Part jetzt wieder. Also ich glaube auch, dass
der Flow sich von Oskar nochmal ein bisschen gesteigert hat. Sie kugeln wie Schumi, knüppeln dich runter mit Knüppeln aus Gummi. Gummi wie Billy Boy, scheiß auf den Billy Boy. Peter Paul Number One auf dem Weg zur Million. Schon in 3 Jahren kann ich mich zur Ruhe setzen. Bist ein High One, du mit deinen Gucci-Letten. Okay, gut. Jetzt weiß ich, was mit Parodie gemeint ist. Es ist halt textlich jetzt so ein bisschen auf diese Rap-Szene angelegt und auf diese, keine Ahnung, auf diese Szene halt. Ihr wisst auch, die Jugendlichen, die Jugendliche heutzutage so sprechen. Aber es ist echt gut gemacht, man. Holy shit. Aber besonders auch nochmal für diesen 12-Stunden-Aspekt ist es einfach krass. In 3 Jahren kann ich mich zur Ruhe setzen. Bist ein High One, du mit deinen Gucci-Letten. Ich werde den Jogginganzugträgern guten Style zeigen. Zwischen die 3 Streifen werde ich einen Keil treiben. Also nehmt euch in Acht, ja. Die Hook ist übel gut. Ihr wisst genau, was passiert. Heute ist 20.8. Und der Oskar ist schon rasiert. Geil, Mann. Finde ich absolut also geil. Auf Musiker, aber ich bin nur ein YouTuber. Ja, sie wären gerne Movistar. Krank. Aber ich bleib lieber YouTuber. Also wirklich, jetzt die Hook hört sich halt so an, als ob sie wirklich in einem richtig, richtig starken Track sein könnte. Oder meinetwegen auch so in JBG3 sein könnte, halt bei einem anderen Text. Aber so das Grundkonzept der Hook ist echt richtig, richtig stark. Krass. Deswegen schreibt mal rein, falls es irgendwie wirklich eine Parodie, wenn Parodie im Sinne von Parodie auf einen Song gemeint ist, der schon existiert. Aber ich glaube, in der Beschreibung stand jetzt irgendwie nichts davon. Ich kann nochmal kurz nachschauen, ob hier irgendwie... wenn denn der Track von irgendwo inspiriert ist, ob das hier irgendwo drin steht. Aber, nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Krass, also hat er tatsächlich die Überhook des Jahres gerade gedroppt? Ich finde die echt richtig, richtig stark, deswegen. Also jetzt mal for real, die Hook könnte echt so bei Kapital mit drin sein irgendwie. Die erinnert mich echt richtig hart an Kapital. Die könnte echt gut in einem Track von ihm drin sein. Mein größten Respekt an Oskar und sein Team. Heftig. Auch der Beat ist echt stark. Gut, da kam das, Video dazu, wie er das gemacht hat. Holy shit, Alter. Krank, Alter. Die haben mitgemacht alle. Keanu Rap. Okay, wahrscheinlich hat dann Keanu hat das im in der Hook mitgerappt. Heftig. Wirklich, wirklich heftig. In 12 Stunden ist es schon krank. Und da haben jetzt ja nur anscheinend diese 4 Leute plus Oskar dran gearbeitet. Das heißt, 5 Leute haben in 12 Stunden sowas krass Gutes hingelegt. Alter. Also, ich kann euch garantieren, Leute, dass wenn der Text ein bisschen anders wäre und meinetwegen von Kapital oder sonst wem gerappt worden wäre, das Ding wäre so durch die Decke gegangen. Also wirklich, allein wegen der Hook, diesen Erfolgsgarant. Ich weiß nicht, wer jetzt dafür verantwortlich war, ob das, aber ich schätze mal, ja, alle zusammen irgendwie. Beziehungsweise Oskar und Keanu irgendwie zusammen. Krass, also wirklich. Da muss bitte noch mehr kommen in diese Richtung. Also wirklich. Krass. Und auch, ich finde auch, dass Oskar sich gesteigert hat musikalisch irgendwie. Natürlich kann man es jetzt ein bisschen schlecht vergleichen mit der 300-Worte-Challenge, weil es natürlich ein ganz anderes Konzept war. Und man da jetzt auch den Flow und die Aussprache gar nicht so miteinander vergleichen darf eigentlich. Aber es war natürlich hier viel verständlicher, viel cleaner und teilweise auch gute Flow-Ansätze, fand ich. Die waren ja gar nicht mal so schlecht geplaced. Aber besonders wirklich Beat, extrem nice und wirklich die Hook. Die Hook, da werde ich jahrelang Ohrwurm für haben. Also jetzt for real. Und ich fand die halt echt gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute, aber ich fand die echt wirklich, wirklich stark. Video war auch gut. Es war sehr gut abgemischt. Und auch die Passagen von Oskar waren nicht schlecht. Also wirklich. Wenn er dran bleibt und weitermacht, kann er tatsächlich was draus werden. Also, er ist auf einem soliden Level, würde ich sagen. Und besonders, wenn man das nochmal mit dem 12-Stunden-Aspekt sieht und mit seinem Alter. Ich weiß genau, wie alt er ist, aber ich glaube 16. Das ist schon krass, Mann. Das ist auf jeden Fall schon krass. Mein größter Respekt an dich, Oskar, und an alle Leute, die hier mitgemacht haben. Klärt mich gerne auf, falls es doch irgendwie, falls ich irgendwas falsch gesagt habe, Leute. Aber an sich bin ich echt gerade geflasht, Leute. Ich bin echt geflasht ein bisschen. Krass, Mann. Wirklich, wirklich schön. Und ich finde, sowas ist auch mal cool zu sehen, wenn man so neue Challenges irgendwie macht. Und ich glaube, der letzte Song, den ich kenne, der in 12 Stunden gedreht wurde, war, wie heißt das von Jake Paul, Leute? Ich habe es leider schon wieder vergessen.
Auf jeden Fall dieser Track und der ist deutlich besser hier. Gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns nachher noch beim neuen Video von Ju. Ich hoffe, ihr habt das originale Video schon gesehen. Wenn nicht, dann müsst ihr jetzt hier einmal in die Beschreibung gehen, auf das originale Video von Oscar klicken und da einen netten Kommentar schreiben und einen Daumen nach oben da lassen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ansonsten sehen wir uns, wie gesagt, nachher bei Ju und heute Abend noch bei mir auf dem C. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Leute. Bleibt fresh wie immer und ciao. Flo, der Flo, Mann, der Hype ist queer. Alles ganz egal, Mann, ich bleib bei dir. Du machst halt nur Reactions, doch machst du die besten.